Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 117 vom 1. November 2018. Wie immer kehren wir an dieser Stelle die politischen Ereignisse der zurückliegenden Woche zusammen, so sie uns denn interessieren und wir sie für relevant halten. Wir, das bin ich, Philipp Banse, Journalist, vor allen Dingen beim Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Und ich bin Ulf Buhemeyer. Ich bin Jurist, zurzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am Berliner Verfassungsgerichtshof, aber äußere mich natürlich hier nicht dienstlich. Das versteht sich von selbst. Das ist nur, damit alle Hörerinnen und Hörer wissen, was so unser Hintergrund ist. Denn erfreulicherweise sind ja jede Woche viele, viele Menschen zum ersten Mal dabei und darüber freuen wir uns sehr. Willkommen bei der Lage der Nation. Heute muss es inhaltlich natürlich losgehen mit der Merkel-Dämmerung. Aber als Hintergrund müssen wir zunächst einmal nach Hessen blicken, Philipp, denn am vergangenen Sonntag wurde in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Genau, das ist vielleicht nicht Ursache der Merkel-Dämmung, aber doch schon ein Anlass, der zumindest von Merkel zum Anlass genommen wurde. Also in Hessen wurde gewählt, Schwarz-Grün hatte regiert. Aber das Ergebnis fiel dann doch sehr unterschiedlich aus für die beiden Regierungsparteien. Erstmal, der Trend setzt sich fort. Die alten, muss man fast sagen, ehemaligen Volksparteien, SPD und CDU, stürzen ab. Die CDU kommt auf 27%, das ist, glaube ich, minus 10 knapp ja, irgendwie. Und SPD auch so um minus 10. Minus 10. Riesengewinne dagegen für den Koalitionspartner Grüne, 19,8. Und AfD ist jetzt auch in allen 16 Landtagen, auch in Hessen, vertreten, mit 13,1% in den Wiesbadener Landtag eingezogen, FDP auch mit 7,5 und die Linke auch mit 6,3. Ja, und das Ergebnis dieser Wahl zunächst mal wenig, denn es gibt weiter eine ganz knappe Mehrheit im Landtag für Schwarz-Grün. Die CDU wird aller Voraussicht nach mit Volker Bouffier weiter den Ministerpräsidenten stellen können, in einer Koalition eben mit den Grünen unter ihrem Chef Tarek Al-Wazir. Aber das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Wie gesagt, formal wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändern, aber trotzdem bedeutet die Hessenwahl natürlich ein politisches Erdbeben. Wir haben es gerade schon gesagt, jeweils etwa minus 10% bei den beiden ehemaligen Volksparteien oder bei den immer noch Volksparteien, wie immer man das nennen will. Ursache dafür, da sind sich ausnahmsweise alle einig, im Land haben eigentlich Grüne und CDU einen vergleichsweise guten Job gemacht, auch die Opposition hat da insbesondere die SPD nicht so wirklich einen Punkt machen können, wo das Problem liegt. Alle sind sich ausnahmsweise einig, der Bund ist schuld. Der Bund ist schuld, das ist ja normalerweise immer die Frage bei so Landtagswahlen in diesen Ländern, ja, die Verlierer sagen dann, ja, ja. Der Bund ist schuld und der Bund sagt, komm, das war eine Landeswahl, jetzt habt euch mal nicht so. Wenn es in die Uhr geht. Wenn es in die Uhr geht. Ansonsten, aber, der Erfolg hat viele Fälle. Ne? Aber in dem Fall waren sich schon alle einig, dass der Zustand der Regierung in Berlin maßgeblich dafür verantwortlich war. Das zeigen auch Umfragen, wonach viele Wähler, ich glaube drei Viertel oder so, zumindest, wie war das nochmal, derjenigen, die von der CDU sich abgewendet haben zu Grünen und oder AfD, haben gesagt, sie hätten das getan wegen der desolaten Regierungspolitik in Berlin. So, also das muss man wirklich sagen. Selbst in der SPD gab es also große Diskussionen hinterher. Natürlich haben einige Leute angefangen einzuprügeln auf den Spitzenkandidaten in Hessen, Schäfer Gümbel. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, das fand ich total unfair. Also da habe ich dann getwittert, dass ihm irgendwie das Sturmtief Andrea geradeaus ins Gesicht pustet und dahinter droht die Sturmfront Olaf Scholz aus Hamburg. Nein, ganz ehrlich, also das fand ich total unfair. Gut, der ist natürlich jetzt schon zum dritten Mal angetreten, hat zum dritten Mal nicht so wirklich geschafft. Aber dass das nicht geklappt hat, das lag, denke ich, eindeutig am miserablen Zustand der GroKo. Ich finde, was noch interessant war an dieser Hessenwahl, war, dass sich so ein Trend bestätigt hat, auf den wir später vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen, nämlich, dass es, Herbert Prantl hat es, glaube ich, in der Süddeutschen, die zwei Zeitgeister so genannt, dass es diese große Unzufriedenheit gibt mit der Regierungspolitik und die einen, sagen wir mal, liberal offener Gesinnteren, ja, die wenden sich von den Volksparteien ab zu den Grünen. Und projizieren dort alles drauf, was sie hoffen. Nur in Hessen, du hast ja den. Und gleichzeitig gibt es genauso viele, die sich dann an die AfD wenden. So, das sind sozusagen die beiden Fraktionen, die beiden Zeitgeister, die sich, sagen wir mal, an diesem Zustand der Politik hierzulande reiben. Und die einen wenden sich den Grünen zu und die anderen gehen eben zur AfD. Unterschiedliche Klientele, das finde ich, hat man in Hessen nochmal ganz schön gesehen. Da gehen wir aber nachher nochmal. Wollte ich sagen, deswegen war ich jetzt gerade genau irritiert, denn eigentlich sollte der Punkt erst später kommen. Der Punkt kommt erst später, aber das hat man in Hessen, finde ich, nochmal,
weil wir jetzt gerade bei Hessen sehen, auch nochmal schön gesehen. Na gut, jedenfalls hat diese Hessenwahl jetzt eben auch natürlich bundespolitische Auswirkungen. Es war ja spekuliert worden, wird die SPD aus der GroKo fliehen, aber das ist erstmal nicht passiert. An der SPD-Spitze gibt es offensichtlich niemanden so richtig, der da das Steuer rumreißen will. Andrea Nahles, die Vorsitzende der SPD-Partei und auch der SPD-Bundestagsfraktion, hat weiter verkündet, Augen zu und durch, gemeinsam in den Untergang. Wir ziehen das hier durch, bis wir bei unter 5% sind. Ja, das ist jetzt etwas Polemik, aber sie hat im Prinzip gesagt, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und kreidebleich. Kreidebleich, keine Konsequenzen, außer dass jetzt quasi eine Shortlist geschrieben werden soll, der wenigen Forderungen, die jetzt aber wirklich umgesetzt werden müssen mit der Union. Also das sollte wahrscheinlich so der etwas peinliche Versuch eines Ultimatums an Angela Merkel sein. Also ich weiß nicht, gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Die wissen einfach, dass es egal ist, ob sie in der Koalition bleiben oder ob sie verlassen, wenn sie nicht fundamental sich neu erfinden, das Personal rausschmeißen, sich völlig neu aufstellen, das spitz zu formulieren, was ihnen wichtig ist und sich und völlig erstmal, neu und definieren, für wen sie da sein wollen, genau. Dann wird das nichts, ob sie in der Koalition bleiben oder rausgehen, und die Idee haben sie nicht und deswegen bleiben sie drin, weil das die Leute müssten ja auch kollektiven politischen Selbstmord begehen, also jedenfalls mal Nahles und Scholz müssten natürlich erstmal weg, denn die sind ja gerade Protagonisten dieser Reise in Richtung 5%. Also das war die SPD. Das war die SPD, aber viel spannender eigentlich in dieser Woche, das haben wir ja in der Anmoderation auch gesagt, sind die Verhältnisse in der Union, denn das muss man ja ganz ehrlich sagen, Angela Merkel hat das wirklich, finde ich, ganz bemerkenswert inszeniert, während die SPD irgendwie nicht so richtig wusste, was sie sagen soll, obwohl ja das Ergebnis der Hessenwahl sich abzeichnete seit Wochen, hat Angela Merkel einfach vorausgedacht, und sie hat am Montag in der Präsidiumssitzung der CDU quasi den großen Knall verkündet, und das hören wir uns mal im O-Ton an. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. So, also das hat ein ziemliches Beben ausgelöst. Merkel behauptet, dieser Plan sei schon viele Monate alt. Das glaube ich sogar. Das hat sie jedenfalls Wochen. Das glaube ich. Wochen. Sie hat es nur mit sehr, sehr wenigen Leuten besprochen. Da waren viele von ihren eigentlich eng befreundeten Leuten, Altmaier und Bouffier und so, wohl ziemlich überrascht. Aber das Ding hat jetzt also zwei Teile. Ne? Das eine haben wir eben gehört. Das ist, sie will Bundeskanzlerin sein, nur noch bis 2021. Mhm. Darüber reden wir gleich. Wir fangen mal an mit dieser CDU-Vorsitzenden. Geschichte. Also da sind jetzt am 6. Dezember ist der Bundestagsparteitag der CDU, wo turnusmäßig ein neuer Vorsitzender, eine neue Vorsitzende gewählt wird. Das ist also kein Putschparteitag, das stand quasi an. Stand fest und üblich, da war klar, wenn sie gesagt hätte, ich trete nochmal an, ich will Vorsitzende werden, dann wären sie wahrscheinlich gewählt worden, vielleicht. Wahrscheinlich. So sagt sie, ich trete gar nicht mehr an. Damit endet sozusagen ihre, 18 Jahre war sie Vorsitzende. Ne? Mhm. Seit 2000, meine ich mich zu erinnern. Genau. Ja, und ich meine, der Witz war ja, es gab ja auch schon vorher Gegenkandidatur, ne? Was ja in der Union auch eher unüblich ist. Das heißt dann gleich Kampfkandidatur, obwohl es ja im Grunde einfach nur eine ganz normale demokratische Entscheidung ist. Also es zeichnete sich schon ab, dieser Parteitag wird jetzt für sie nicht ganz so easy laufen oder wäre für sie nicht ganz so easy gelaufen, wenn sie angetreten wäre. Aber nun stellt sie sich diesem Duell gar nicht. Sie räumt das Feld und ganz interessant, sie hat jedenfalls in dieser Pressekonferenz und auch im seither keine klare Empfehlung für die Nachfolge ausgesprochen. Das heißt, jedenfalls formal lässt sie das Feld völlig offen, und deswegen gibt es gleich eine ganze Reihe Kandidatinnen und Kandidaten, über die wir gleich auch sprechen wollen. Wir wollen das, bevor wir das tun, aber ganz kurz noch auf den Punkt hinweisen, der sich mit dieser Vorsitzendenfrage in der Union ja jedenfalls nach der bisherigen Aussage von Angela Merkel zwingend verknüpft, nämlich die Frage der Kanzlerschaft. Genau, also bisher hat sie immer gesagt, sie glaubt, dass Bundeskanzler und Vorsitzender der Regierungspartei eine Person sein müsste. So, das muss sozusagen in einer Hand sein. Das hat sie damals bei Schröder kritisiert, dass der sich 2004, glaube ich, war es, als SPD-Vorsitzender zurückgezogen hat und dann trotzdem noch Kanzler blieb und dann gegen Merkel verloren hat. Da hat sie damals gesagt, das war ein Fehler. Jetzt, sagen wir mal, bricht sie da selber mit ihrer eigenen Strategie, mit ihrem eigenen Glauben, insofern, als dass sie eben sagt, nein, in dem Fall geht sie das Risiko ein und sagt, ich bleibe Bundeskanzlerin, aber ich will nicht mehr Vorsitzende der Regierungspartei.
Partei sein. Und das ist durchaus ein bemerkenswerter Schritt und die Frage ist halt, ob sie das überleben wird. Aber darüber reden wir gleich ein bisschen. Genau, ob sie das überleben wird, denke ich, das hängt nämlich maßgeblich auch davon ab, für wen sich denn jetzt eigentlich der CDU-Parteitag entscheiden wird im Dezember. Das dürfte sehr spannend werden. Es gibt bislang vor allem drei ernstzunehmende Kandidatinnen und Kandidaten, nämlich Annegret Kramp-Karrenbauer ist so die erste, die man da nennen muss. Nicht nur, weil sie mit A anfängt, sondern vor allem, weil sie von Angela Merkel so quasi als Kronprinzessin installiert worden ist. Zunächst mal im Amt der Generalsekretärin der Union, was so quasi die rechte Hand eigentlich der Parteivorsitzenden ist. Und sie hat außerdem eine ganze Reihe von Erfahrungen auch schon sammeln können als Ministerin und als Ministerpräsidentin des Saarlandes. Wie gesagt, ist auf Betreiben von Angela Merkel ins Amt gekommen und man kann davon ausgehen, dass Angela Merkel jetzt nicht böse wäre, wenn sie auch ihre Nachfolgerin im Amt der Parteivorsitzenden würde. Genau, und vom Stil her wird sie schon immer so als Merkel 2 betitelt. Ja, so vom Habitus und von den Schwerpunkten und von der politischen Positionierung ist sie dann Merkel doch sehr ähnlich. Ihr wird, glaube ich, hoch angerechnet, dass sie auch unter sehr schweren Bedingungen eine Wahl gewonnen hat im Saarland, nämlich 2017 oder 15 war es, glaube ich, als sie quasi auf dem Höhepunkt dieser Flüchtlingsdebatte irgendwie nochmal Ministerpräsidentin geworden ist. Und das galt allgemein so als politische Höchstleistung. Der nächste Kandidat, der sich ins Rennen gebracht hat, ist Jens Spahn, über den haben wir auch schon öfter gesprochen, Bundesgesundheitsminister aktuell, 38, also ziemlich jung noch, hat vielleicht, ja, das ist so ein bisschen eine Frage, also er ist eigentlich ein Kandidat der Jungen Union, könnte man sagen. Ne? Ich glaube, er ist eigentlich ein Außenseiter, weil er einfach noch zu jung ist. Und da gibt es so die Überlegung, dass er eventuell seine Kandidatur auch wieder zurückzieht, weil es die Erwägung gibt, dass er und der nächste, Friedrich Merz, über den wir gleich noch reden, so um, sagen wir mal, so eine ähnliche Linie vertreten und quasi, wenn Spahn antritt, dass sich quasi die Delegierten zwischen Spahn und Merz entscheiden müssen und so quasi Kramp-Karrenbauer zum Vorsitz verhelfen, weil das aufgespalten wird, dieses, sagen wir mal, wirtschaftsliberale Klientel. Ja, wobei Jens Spahn ja nochmal, ich sag mal, krasser ist als Friedrich Merz. Wir kommen gleich noch zu Merz, aber bei Jens Spahn muss man schon sagen, der tritt also dezidiert und fast schon wörtlich für einen Rechtsruck in der Union ein, ist echt ein Mann der sozialen Kälte, anders kann man es nicht sagen, hat sich ja nach Beginn der Großen Koalition einige Monate stark zu profilieren versucht. Momentan ist ein bisschen still um ihn geworden und hat insbesondere Stimmung gemacht gegen Menschen, die von Hartz IV leben müssen. Hat da auch enorm einstecken müssen dann. Also der hat sich jetzt, wie soll ich sagen, keine Sympathiepunkte verdient bei vielen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, steht er eben für einen ganz klaren konservativen und wirtschaftsliberalen Flügel in der Union. Das wäre eine sehr deutliche Richtungsentscheidung, wahrscheinlich die deutlichste, aber du hast es schon gesagt, Philipp, eigentlich ist er noch ein Tick zu jung und deswegen gilt eigentlich der dritte Kandidat in unserer Liste momentan als, ich will nicht sagen gesetzt, aber jedenfalls als ausgesprochen aussichtsreich. Und das ist Friedrich Merz, so ein Stehaufmännchen, wenn man ehrlich ist. Und der hat zwar schon eine lange politische Karriere hinter sich, er war nämlich Mitglied des Europäischen Parlaments von 1989 bis 1994 und danach dann 15 Jahre im Bundestag von 94 bis 2009, davon auch 2 Jahre als Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion. Und dann ist er aber 2009 freiwillig aus der Politik ausgeschieden und seither Anwalt in einer großen Kanzlei und sitzt außerdem in allen möglichen Aufsichtsräten, unter anderem im Aufsichtsrat des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Und das hat ihm die Kritik eingebracht, dass er sich für eine Heuschrecke quasi einsetze, dass er ein Neoliberaler sei. Das weist Herr Merz zurück und sagt, es handelt sich letztlich nur um treuhänderische Geldverwaltung, an der er nichts Schlechtes finden kann. Jedenfalls hat er diese Woche seine Kandidatur in einer Pressekonferenz in Berlin angekündigt. Und dabei, da wurde dann zunächst mal auch kritisiert, dass er erst eben Politiker war, dann zurückgewechselt ist in die Wirtschaft und nun wieder in die Politik. Dieses Hin und Her hat wohl einige Leute irritiert, aber dazu sagt Friedrich Merz, dass er das, glaube ich, ganz positiv sieht. Ich habe aber immer gesagt, und der eine oder andere von Ihnen weiß das, dass ich der Meinung bin, dass wir einen häufigeren Wechsel zwischen Beruf und Politik brauchen könnten. Ich habe das für mich immer gelten lassen. Und das gilt auch jetzt in beide Richtungen. Man kann auch mal eine Zeit außerhalb der Politik verbringen und zeigen, ob die eigenen Überzeugungen und das, was man kann, auch an anderer Stelle Erfolg haben.
und kann dann wieder in die Politik zurückgehen. Ich sehe das in Amerika sehr häufig. Ich sehe es in Deutschland zu selten. Ja, und Merz hat aber auch noch einige andere Themen, das fand ich ganz interessant, bei dieser Pressekonferenz auf die Agenda gebracht, so nach dem Motto, was will der eigentlich? Was formuliert er da für ein Bild von sich, was er machen würde, wenn er denn CSU-Vorsitzender werden würde? Und damit, das muss man auch sagen, damit ist ganz eng verbunden eine Kanzlerkandidatur. Also das muss nicht so kommen, aber wenn, also der oder die Kanzlerfraktion, Parteivorsitzende, die jetzt gewählt wird im Dezember, ist Kanzlerkandidat, Kanzlerkandidatin der Union. Bei den Sehr wahrscheinlich. Dafür spricht vieles. Und deswegen war es natürlich interessant, sagen wir mal, mit welchen politischen Inhalten Merz da auftritt. Und da fand ich doch interessant die vier Themenfelder, die er als zentral genannt hat. Migration, Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung. Das sind aus meiner Sicht die größten Herausforderungen unserer Zeit. Und das, finde ich, ist insofern interessant, als das ja doch auch, sagen wir mal, das zumindest thematisch sehr durchaus nah an den Grünen ist. Genau, das fand ich, das war auch, was mir sofort einfiel, das ist ja im Grunde das Programm von Schwarz-Grün und das ist das Interessante daran, dass das ja auch gerade Themen sind, die Union bislang weitgehend bis komplett verschlafen hat. Also Klimawandel, da hat die Union überhaupt keine Position. Wir haben in den letzten Wochen rausgearbeitet, wie sie insbesondere da der Automobilindustrie aus der Hand frisst und alles zu verhindern versucht, was irgendwie auch nur im weitesten Sinne die Verbrennungsmotoren zurückdrängen könnte und Digitalisierung. Also wir haben zum Beispiel über die Katastrophe beim Breitbandausbau schon oft gesprochen, was im Wesentlichen daran liegt, dass das betrifft sowohl die Union als auch die SPD, ja, dass also beide GroKo-Fraktionen in dem Fall der Telekom aus der Hand fressen. Und Klimawandel ja. Ist das ähnlich. Ne? Es gibt Umfragen, Deutschlandtrend der ARD sagt, glaube ich, 70% sagen, wir wollen mehr tun gegen den Klimawandel. Ja. Und wir haben oft darüber berichtet, wie wenig das passiert. Und da schien Merz doch einen anderen Ton anzutreffen, anzuschlagen, weil es ja immer so galt, dass er und die Grünen schon mal gar nicht können, ja, weil er so wertkonservativ ist. Was er selber von sich was sagt. Selber von sich sagt und auch, sagen wir mal, wirtschaftlich eben doch eher. Ja, dass es die Kritik zumindest neoliberal gilt und dass er da mit den Grünen nicht so richtig zusammenkommt. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die sich das so ein bisschen aufteilen, wenn die Grünen bei so wirtschaftlichen Themen ein bisschen, sagen wir mal, Kompromisse machen und Merz bei ökologischen Themen, Klimawandel, klang das zumindest so, als könnten Habeck und er da, Robert Habeck, also der Vorsitzende der Grünen, da durchaus ein gemeinsames Lied singen. Ja, die Kritik an seiner liberalen oder eben wie Kritiker sagen neoliberalen bis eben radikal liberalen Haltung in wirtschaftspolitischen Fragen nimmt Friedrich Merz übrigens relativ sportlich. Ich habe mich nie als Neoliberaler empfunden. Das ist ein politischer Kampfbegriff geworden, anders als er ursprünglich mal von denen, die den Liberalismus in Deutschland formuliert haben, gedacht war. Und deswegen habe ich mich von diesem Begriff auch immer distanziert. Ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein Wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Und das hat die CDU ja auch immer stark gemacht, dass sie in der Lage war, diese Strömungen miteinander zu verbinden. Und ich habe mich im Grunde genommen allen Teilen in gleichem Maße verbunden gefühlt. War allerdings auch immer der Überzeugung, dass ein Sozialstaat nur das ausgeben kann, was eine Wirtschaftsnation oder eine Volkswirtschaft auch in der Lage ist zu verdienen. Ja, das sind, finde ich, sehr interessante Positionen. Sozialpolitisch engagiert, das ist eine ganz deutliche Abgrenzung von Spahn, ja, von Jens Spahn, der da eben in den letzten Monaten klare Kante gezeigt hat, gerade gegen ein sozialpolitisches Engagement. Völlig recht hat Friedrich Merz allerdings, das ist immer, aus meiner Sicht jedenfalls völlig recht, dass es immer eine Stärke der Union war, diese verschiedenen Programme zu integrieren. Das ist vielleicht tatsächlich so ein bisschen zu kurz gekommen in der letzten Zeit. Insofern versteht man auch schnell, wieso er viele Leute in der Union so schnell für sich gewonnen hat mit seiner Kandidatur. Auf der anderen Seite muss man sehen, was er da ganz zum Schluss gesagt hat, ja, man kann nur ausgeben, was man verdient. Das klingt auf den ersten Blick natürlich wahnsinnig smart, aber das ist zugleich natürlich so eine klassische Lebenslüge des Neoliberalismus, denn wie viel man verdient, ja, das legt ein Staat ja weitgehend darüber fest, welche Steuern und Abgaben er eben erhebt, und mehr verdienen wäre für den Bundeshaushalt überhaupt kein Problem. Also beispielsweise könnte man bei einer Reform der Erbschaftssteuer durchaus etwas stärker hinlangen. Eine klassische Forderung seit langem der SPD und der Linken.
weil ja ererbtes Vermögen eben leistungsloses Vermögen ist, für das man nichts getan hat. Das heißt also, da könnte der Staat durchaus etwas mehr für sich verlangen, wenn er das Geld dann hinterher sinnvoll einsetzt. Aber da, wie gesagt, da kann man sich schon vorstellen, nach dem, was Friedrich Merz da so am Rande gesagt hat, das ist eine Position, die so schnell nicht seinen Beifall finden wird. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Also wenn Merkel Kanzlerin bleibt erstmal und einer dieser drei Personen Vorsitzende wird. Man muss immer dazu sagen, das sind die drei Kandidaturen, die wir jetzt für aussichtsreich halten. Es gibt da immer noch Außenseiterkandidaten, zum Beispiel ein Juraprofessor aus Bonn, glaube ich. Also es gibt noch so zwei, drei andere Kandidaten, aber das sind so die drei, von denen wir jetzt subjektiv annehmen, dass die, wenn überhaupt, eine Chance haben, gewählt zu werden. So, ne? Das heißt also, Merkel wird auf jeden Fall in nächster Zeit, ab Dezember, mit einem Bundesvorsitzender zu tun haben, die nicht Merkel heißt. Und warum ist das eine entscheidende Frage? Warum müssen diese beiden Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende zusammenarbeiten? Ja, es gibt ja eigentlich sogar noch, es ist ja sogar ein Dreigestirn, ne? Die Kanzlerin, der oder die Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, da hat es ja gerade schon einen Machtwechsel gegeben, also gegen den erklärten Willen von Angela Merkel ist ja Ralf Brinkhaus zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Und dann eben die dritte starke Figur in der Union ist dann eben der Parteivorsitzende. Da gibt es dann natürlich noch einen CSU-Vorsitzenden, wissen wir, das ist auch nochmal ein Störfaktor, aber das sind so in der CDU die drei zentralen Figuren. Bislang war es so, Merkel hat zwei dieser Stühle selber besetzt, nämlich Vorsitz der Partei und Bundeskanzlerin, und hat einen engen Vertrauten, nämlich Volker Kauder, als Vorsitzender der Fraktion gehabt. Das heißt, also, da hatte Merkel im Grunde selber alle Fäden in der Hand. Jetzt nach dieser Dezemberwahl auf dem CDU-Parteitag wird es bedeuten, es ist ein Dreigestirn. Ralf Brinkhaus führt die Fraktion, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und irgendwer anders führt die Partei führen. Und das große Problem ist, dass Angela Merkel ja für ihre Projekte, die sie als Bundeskanzlerin durchziehen möchte, ja, also sowohl was die Exekutive angeht, als auch natürlich, was sie möglicherweise an Gesetzen gerne hätte, dass der Bundestag beschließt, die sie dann umsetzen kann mit ihrem Kabinett, dafür braucht sie ja jeweils eine Mehrheit. Und diese Mehrheit in der Fraktion muss ihr der Ralf Brinkhaus beschaffen als Fraktionschef. Und natürlich braucht sie aber auch die Partei hinter sich. Denn die Fraktion wiederum setzt sich ja maßgeblich zusammen aus den Leuten, die die Partei in ihren regionalen Gliederungen, zum Beispiel auf Kreisparteitagen und Landesparteitagen, auf die Listen setzt. Also wenn die Partei Sturm läuft, dann kommt das irgendwann auch in der Fraktion an. Und dann wird es schwer, da Mehrheiten zu organisieren für den Fraktionschef. Das heißt also, das macht das Regieren schon deutlich einfacher, wenn man da kooperativ zusammenarbeitet. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet um das vielleicht nochmal einmal ganz kurz ein bisschen plastisch zu machen. Bislang war es im Grunde so, dass Angela Merkel als Kanzlerin und als Parteivorsitzende an zwei ganz zentralen Positionen saß, um letztlich auch die Fraktion zu disziplinieren und in die Zange zu nehmen. Sie konnte nämlich auf der einen Seite von der Fraktion Dinge verlangen, die sie eben wollte in der Gesetzgebung, und zum anderen über die Partei in der Funktion als Parteivorsitzende mittelbar Druck ausüben auf die Fraktion, weil jedem klar war, wenn ich mich jetzt hier zu weit von der Fraktionslinie entferne, dann werde ich halt nicht wieder aufgestellt für den Bundestag. Und diese zentrale Möglichkeit ist ihr jetzt genommen, wenn sie einen Parteivorsitzenden hat, und der nicht Merkel heißt. Und außerdem ist es natürlich auch so, dass traditionell der Parteivorsitzende oder die Parteivorsitzende auch versucht, über die Partei Mehrheiten zu finden. Also für politische Richtungsentscheidungen. Genau, also die mit Abstand einfachste Kandidatin für Merkel wäre sicherlich Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja. Die hat sie groß gemacht, ich habe ausgesucht, großgezogen. Ja. Die sind sich sehr nah, wie gesagt, Merkel 2 ist schon das Stichwort. Inhaltlich wäre es eher ein Weiter-so. Und das bedeutet im Grunde auch, wenn man ehrlich ist, ich sehe da keine Dynamik. Denn in der Union gibt es einfach sehr viele Leute, die total unzufrieden sind. Das ist kein Wunder angesichts des Bundestrends. Die Union steht nur noch so bei 27%, glaube ich, in der letzten Umfrage, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall dramatische Verluste für die Union bundesweit. Das heißt also, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sagen, ein Weiter-so kann es nicht geben. Und wie du sagst, Philipp, AKK wäre, die Annegret Kramp-Karrenbauer wäre ein ganz klares Signal, es soll alles weitergehen wie bisher. Und das will, glaube ich, kaum einer in der Union. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Deswegen ist dann jemand wie Spahn irgendwie, gilt als Kandidat. Er hat sich ja dann gesagt, er macht das. Aber der wirklich ist einfach, glaube ich, zu jung. Da werden viele sagen. Zu jung und auch zu radikal. Der ist zu jung, zu radikal und hat sich gilt auch als zu, sagen wir mal,
ambitioniert, ehrgeizig, ja, so ein bisschen. Bisschen heißdüsig. So. Und halt einfach wahnsinnig unsympathisch. Also einfach so die personifizierte soziale Kälte in der Union. Und deswegen haben wir diesen O-Ton auch gespielt, eben von Friedrich Merz, der ja völlig zu Recht auf die drei Flügel oder die drei politischen Richtungen hingewiesen hat, die die Union traditionell verkörpert hat. Und davon, die für die soziale Verantwortung steht, Spahn einfach nicht mehr. Ne? Also das hat er ganz bewusst ja auch so eingetütet in den letzten Monaten. Er hat sich ja quasi als sozialen Hardliner selber etabliert und inszeniert, aber ich denke, die Quittung dafür ist, dass er jetzt eben einfach nicht mehr als integrierende Person wahrgenommen wird in der Union. Also ich denke, wir haben hier im Pad stehen, Außenseiter, unwahrscheinlich, das ist, glaube ich, so die Bottomline. Genau, deswegen, glaube ich, können wir auch wirklich jetzt zu Friedrich Merz übergehen. Was wir oben geschildert haben, gilt, er wird nicht zuletzt aus den genannten Gründen gerade auch von der Presse total gehypt, weil er, finde ich, auch in dieser Bundespressekonferenz schon ein sehr, sag mal, überzeugenden aus CDU-Sicht Eindruck, finde ich, gemacht hat. Also er war überzeugenden Eindruck hat er, glaube ich, generell gemacht. Ne? Rhetorisch er war nicht ausgewichen, ja, gedanklich klar, wenig Phrasen, klare Antworten auf klare Fragen gegeben, durchaus, sagen wir mal, eine auch überraschend inhaltliche Linie skizziert, nicht sehr polarisierend und trotzdem Positionen bekannt. Also er hat da schon den Eindruck gemacht, dass er auch die Union, sagen wir mal, die verschiedenen Flügel da zusammenführen kann, ja, und ohne aber beliebig zu werden. Also finde ich, das ist in dieser Pressekonferenz schon klar geworden. Außerdem ist da völlig klar geworden, glaube ich, Philipp, wenn man das so hört. Ja, wir haben das eben vor der Sendung mal ganz gehört, ja, um diese O-Töne auszusuchen. Wenn man das so hört, finde ich, dann gewinnt man den Eindruck, der Mann hat das seit Wochen geplant. Das ist dem nicht eingefallen in den zwei Tagen seit der Hessen. Wenn nicht seit Monaten. Also das ist ja so, oder? Seit seinem Rückzug, seit 10 Jahren war nicht in der Politik. Er ist aber nicht völlig abgetaucht. Er hat immer wieder mal hier ein Interview gegeben, da mal aufgetaucht, da mal einen Artikel geschrieben. Der ist nie in der Versenkung verschwunden. Er war auf dem Radar, das so, muss man, ne, sagen. Und ja, ja. Und der hat ja auch wirklich als erster, glaube ich, wirklich kurz nachdem das da die Runde machte, dass Merkel nicht wieder antritt, hat er gesagt, oder zumindest über Vertraute. Wurde gleich gestreut, ne? er würde es machen. Und er hat das auch geschickt gemacht. Also er hat sich einfach so irgendwie doch in Erinnerung gerufen, immer wieder hat dafür gesorgt, dass er im Gedächtnis bleibt, dass jetzt, obwohl er ja noch kaum Möglichkeiten hatte, sich zu profilieren nach Umfragen, eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland möchte, dass Merz die Union führt. Na, obwohl er ja praktisch noch keinen Wahlkampf geführt hat um dieses Amt, hat er jetzt schon in der Bevölkerung eine Mehrheit, und man muss natürlich ganz einfach sagen, letztlich, ja, Vorsitzende hin oder her, ne, und Parteimeinung hin oder her, aber letztlich müssen Wahlen gewonnen werden. Und das hat in der Union immer schon einen Wahnsinnseindruck gemacht. Wenn du einfach beliebt bist, wenn du Wahlen gewinnst, dann verzeiht dir die Partei eine Menge. Und auch das, denke ich, kann man einfach nur deuten als massiven Rückenwind für seine Kandidatur. Und der ganz zentrale Punkt, Knackpunkt bei Merz, ist sein Verhältnis zu Merkel. Das ist heikel. Das ist sehr heikel. Es wurde mal als zerrüttet bezeichnet. Jetzt ist das aber auch schon 10 Jahre her oder noch länger, 16 Jahre her, als Merkel, also Merz war ja mal Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, und Merkel hat ihn dann verdrängt 2002. Und das, seitdem gilt das sozusagen als zerrüttet. Und Merz hat immer wieder auch gesagt, zu inhaltlichen Punkten, ne, zur Politik von Merkel war er nicht mit einverstanden. Er hat, glaube ich, auch ganz am Anfang ihrer Kanzlerkandidatur oder ihrer Kanzlerschaft, naja, sinngemäß so durchblicken lassen, eine Frau an der Spitze, so geht's noch, hallo. Also der war da schon deutlich, sagen wir mal, in der Opposition zu Merkel. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie würden die denn zusammenarbeiten, wenn Merkel Kanzlerin ist und er Chef der CDU? Also man kann es nicht anders sagen, Friedrich Merz hat einfach immer wieder Querschüsse abgeliefert. Zuletzt hat er zum Beispiel den Deal zwischen CDU, CSU und SPD für die derzeitige GroKo kritisiert, weil sich die Union völlig aufgeben würde, weil sie nur so wenig Ministerämter bekommen habe. Also das wird Angela Merkel nicht gutiert haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, er wäre jetzt auch nicht der erste Unionspolitiker, der nach einer Niederlage gegen Merkel zurückgekehrt wäre und sich irgendwie mit ihr zusammengerauft hat. Als erster wäre da Horst Seehofer zu nennen. Klar, der ist, also momentan ist das Verhältnis zwischen Seehofer und Merkel sicher nicht das Beste. Aber die beiden haben ja auch schon einige Jahre halbwegs effizient zusammengearbeitet, auch wenn es da immer wieder Reibereien gab. So schlecht wie heute war das Verhältnis lange nicht immer. Also durch solche Comebacks hat es durchaus gegeben. Und insbesondere Friedrich Merz hat sich in der Pressekonferenz, aus der wir jetzt ja schon verschiedene Ausschnitte gehört haben, sehr, wie soll ich sagen, versöhnlich geäußert. Wobei er nicht so richtig überzeugt zu sein scheint, wie lange Angela Merkel denn noch Kanzlerin ist. Da schauen wir mal rein. Ich bin der festen Überzeugung, dass Angela Merkel und ich miteinander unter diesen veränderten Bedingungen auskommen und klarkommen werden. Bis 2021.
Und zwar so, wie wir beide es dann gemeinsam beurteilen. Ja, also dieser letzte Halbsatz bezog sich auf die Nachfrage, das hörte man nicht ganz so gut, ja. Ob die beiden auch wirklich bis 2021 miteinander auskommen und klarkommen. Und da sagt er, wie lange wir beiden das halt für richtig halten. Ne? Also das ist nämlich jetzt die große Frage. Das ist die große Frage. Also wer CDU-Vorsitzender, Vorsitzende wird, haben wir debattiert, wer es werden könnte. Jetzt ist nämlich die zweite Frage. Merkel hat gesagt, sie will bis 2021 Bundeskanzlerin bleiben. Die Frage ist, schafft sie das? Geht das? Und da gibt es viele, die sagen, da sind jetzt, sagen wir mal, Mächte und Mechanismen ins Rollen gekommen, die auch sie nicht mehr wirklich unter Kontrolle hat. Sie hat die Fraktion verloren. Sie gibt jetzt nolens, volens, so halb schoben sie sie, halb sagen sie hin, den Vorsitz der Partei auf. Und ihr voraussichtlicher Nachfolger deutet in diesem Satz an, so 2021, Schauen wir mal. Darüber reden wir noch. Man muss natürlich sehen, also ganz einfach ist das wiederum gar nicht. Ne? Also wenn wir jetzt so sportlich sagen, naja, Friedrich Merz wird sie stürzen, so einfach ist das gar nicht. Wir haben natürlich mal wieder ins Grundgesetz geschaut, um zu klären, wie denn überhaupt die Kanzlerin ausgetauscht werden könnte. Und wie gesagt, es ist nicht so ganz einfach, denn sie ist jetzt ja erstmal vom Bundestag gewählt und der Bundestag kann sie nicht so einfach abwählen oder ihr einfach so das Misstrauen erklären, sondern sie hat die Möglichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen. Das wäre eine Möglichkeit. Was heißt das? Das heißt also, wenn sie dem Bundestag die Frage stellt, ob wollt ihr mich noch quasi, ja, die sogenannte Vertrauensfrage, und wenn sie eine solche Abstimmung verliert, die sie übrigens auch mit einer Sachabstimmung verbinden kann, also sie kann auch bei einem Gesetz sagen, ich stelle parallel quasi die Vertrauensfrage, wenn ihr gegen das Gesetz stimmt, dann sprecht ihr mir zugleich das Misstrauen aus, das hat es auch schon gegeben. Auf jeden Fall, wenn sie also die Vertrauensfrage stellt und verliert, dann könnte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den Bundestag auflösen. Das hat es ja auch schon mehrfach gegeben in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn sie aber die Vertrauensfrage nicht stellt, und das ist ja quasi das Szenario, das wir gerade haben, ja, könnte man sie quasi wegputschen, dann könnte sie nur mit einem sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum ersetzt werden. Also wegen der schlechten Erfahrung aus der Weimarer Republik, ne, die ja doch sich auszeichnet durch sehr instabile Regierungen, gibt es eben nach dem Grundgesetz nicht mehr einfach nur ein Misstrauensvotum, nicht mehr nur weg, wo man einfach nur wegschießen kann, sondern wenn, muss es ein konstruktives sein, wo der Bundestag zugleich mit absoluter Mehrheit einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin wählen könnte. Und das wiederum ist ja gegen Merkels Willen aus unserer Sicht wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Es würde die Union in eine Zerreißprobe stürzen, wenn Angela Merkel sagt, ich möchte Kanzlerin bleiben und irgendwer anders dann versucht, in der Union eine Mehrheit zu finden. Das ist also nicht so einfach. Wahrscheinlicher aus unserer Sicht wäre ein anderes Szenario, wonach nämlich Angela Merkel gedrängt werden könnte, ja, dem Vorsitzenden oder der Vorsitzenden und wahrscheinlich neuen Kanzlerkandidaten erstmal noch ein Jahr Regierungspraxis vor den nächsten Wahlen zu gewähren. Ne? Also wo dann sozusagen, sagen wir mal, es wäre Friedrich Merz, es geht auf die Wahlen zu, Merz ist der natürliche Kanzlerkandidat der Union und zumal ein Mann wie er ohne Regierungspraxis, ja, genau. War immer nur im Bundestag, dem könnte man sozusagen eine sehr gute Sprungbrücke ihn könnte man aufs Schild heben, ihm sehr viel Reichweite, Sichtbarkeit verschaffen und eben so ein bisschen Regierungspraxis auch, wenn man ihn vorher, ein Jahr vorher Bundeskanzler werden ließe, der dann eben ein Jahr später nochmal bestätigt werden müsste. Genau, und dann könnte die Union halt Druck machen. Ne? Dann genau. Das könnte man sich halt vorstellen, dass die Angela Merkel einfach aus der Partei enorm gedrängt wird, so nach dem Motto, liebe Frau Merkel, Sie haben es doch jetzt ohnehin hinter sich, jetzt tun Sie doch der Partei noch einen letzten Liebesdienst, ja, und helfen Sie uns bei der nächsten Bundestagswahl, indem Sie quasi dem anderen ein Jahr Aufwärmphase vor den Wahlen gönnen. Ja, aber das würde ja bedeuten, also das kann ja Merkel nicht einfach festlegen, so nach dem Motto, Sie sind jetzt mal für ein Jahr Bundeskanzler. Ganz so einfach geht das natürlich nicht. Der oder die neue Bundeskanzlerin müsste dann ja auch vom Bundestag gewählt werden. Genau, also zunächst mal stellt sich dann die Frage zum Beispiel, könnte Friedrich Merz dann überhaupt Kanzler werden, obwohl er ja kein Bundestagsmandat hat. Ne? Aber auch das haben wir dann nochmal nachgeschaut. Der Bundestag kann in der Tat irgendwen wählen. Der Bundestag wählt nämlich den Kanzler nicht aus der Mitte oder die Kanzlerin, sondern da könnte man ihn schon wählen, obwohl er kein Mandat hat. Das wäre also kein Problem, aber Philipp hat es schon angesprochen, ohne Koalitionspartner hätte die Union ja gar keine Mehrheit, um im Bundestag einen Nachfolger für Angela Merkel zum Kanzler zu wählen oder auch eine Nachfolgerin zur Kanzlerin. Und bislang ist es ja so, dass die Union nur deswegen eine Mehrheit hat, weil sie in einer großen Koalition mit der SPD gemeinsam regiert, sodass also die beiden Fraktionen CDU, CSU und SPD gemeinsam für Angela Merkel gestimmt haben im Bundestag. Stellt sich die Frage, Philipp, was denkst du,
würde die SPD als Koalitionspartner überhaupt den Wechsel von Merkel zu beispielsweise Friedrich Merz mitmachen? Ja, kaum vorstellbar eigentlich, ne? Also, sagen wir mal so, es gibt eine Menge Pro und Contra, denke ich. Ja, also fangen wir mal mit dem Contra an. Also dagegen spricht natürlich zunächst mal, dass die SPD einen Deal mit Merkel hat. Ja, also in den GroKo-Verhandlungen saß Merkel da und hat gesagt, ich ziehe das hier durch bis 2021, was ja übrigens auch ein Wahlversprechen von ihr war. Also sie steht auch bei den Wählerinnen und Wählern im Wort, das müsste man auch erstmal vom Tisch bekommen. Und da könnte die SPD sagen, na, der Deal ist halt Kanzlerin Merkel und nicht irgendwie GroKo mit irgendwem an der Spitze der Union. Und ein zweites Gegenargument könnte auch sein, dass, wir haben es eben gerade gesagt, so ein Wechsel etwa ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, die turnusmäßig im Herbst 2021 stattfinden würde. So ein solcher Wechsel wäre natürlich ein enormer Nachbrenner für einen solchen Unionskandidaten oder eine Unionskandidatin. Und die SPD kann eigentlich ja gar kein Interesse daran haben, dass sich der nächste Unionschef dann irgendwie profilieren kann. Als Kandidat, ne? Dafür allerdings könnte man überlegen, könnte sprechen, dass in so einem Fall eventuell ja unter Umständen Neuwahlen anstünden und die SPD, wenn die Umfragen immer noch so im Keller sind, alles andere oder lieber mag als Neuwahlen und deswegen lieber sagt, na gut, dann wählen wir halt irgendwie noch einen anderen Bundeskanzler mit, von mir aus, Herrn Merz. Bloß keine Neuwahlen, das ist ja momentan Neuwahlen, so, genau, das ist ja immer das so. Angstthema in der SPD. Ne? Na, und außerdem könnte man ja sagen, mit Merz oder vielleicht auch Spahn hätte man jemanden im Kanzleramt, an dem sich die SPD besser reiben könnte, weil er eben nicht so mittig und SPD-ig ist wie Merkel, sondern bei Merz und Spahn würde es der SPD sicherlich leichter fallen, sich zu profilieren, wo man sagen kann, ja, im letzten Jahr dann noch groß Anlauf nehmen und sich an jemandem reiben, den man gerade zum Bundeskanzler gemacht hat. Also nach Glaubwürdigkeit sieht, glaube ich, auch anders aus. Aber das ist ja bei der SPD ein Standardproblem. Was immer sie tun, glaubwürdig ist es selbst. Also ich, leider. So, ne? Und außerdem, wenn es natürlich darum ging, nicht Spahn oder Merz zum Bundeskanzler, zum Interimskanzler zu wählen, sondern Annegret Kramp-Karrenbauer, dann würde dieses wir können uns dann am letzten Kanzler besser reiben und besser profilieren Argument wegfallen. Weil das stimmt, weil das ist ja Merkel 2.0. Das ist Merkel 2.0. Ja. Also das muss man sehen. Aber insofern muss man sagen, es ist, glaube ich, aus Sicht der SPD wirklich eine ganz schwierige Entscheidung, ob man so einen Wechsel auf der Seite der Union mitmachen würde. Ich glaube, im Ergebnis würden sie das machen und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt ja noch das Drohszenario Jamaika 2.0. Ja, es wäre ja auch denkbar, dass die Union sagt, wir bleiben jetzt bei diesem Beispiel Friedrich Merz auf den Schild. Wir brauchen für den aber natürlich im Bundestag eine Mehrheit und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass man dann sagen würde, wir versuchen es einfach jetzt nochmal mit Jamaika. Jedenfalls als Drohszenario. Aber die FDP wäre sofort dabei, glaube ich. Jedenfalls mal bei Friedrich Merz, bei der FDP sofort dabei. Und die Grünen könnte ich mir auch vorstellen. Also natürlich schwerer als bei Angela Merkel auf den ersten Blick, aber auf den zweiten dann vielleicht nicht, ne? Wenn man sich sein Plädoyer fast schon für eine bessere Bekämpfung des Klimawandels anschaut. Also das hängt, glaube ich, dann von den Details ab. Ich finde, das fiel uns jetzt auch bei der Vorbereitung der Sendung auf. Das sind einfach wahnsinnig spannende Zeiten. Aber die Grünen würden das nicht machen. Ein Jahr vor der Bundestagswahl sich quasi ins Nest setzen, sondern die leben doch gerade davon, dass sie all die Hoffnungen von allen möglichen Leuten auf sich versammeln. Auf eine große Wende, auf eine große neue Zeit. So, und wenn du dann ein Jahr vor der Bundestagswahl dich mit der CDU und der FDP ins Nest setzt und dann irgendwie dann bist womöglich, du doch keine Hoffnung, womöglich mehr noch liefern musst, ja, was immer du dann in einem Jahr auch noch wuppen kannst. Und dann macht Jamaika am Ende noch irgendwas, was für die grünen Wähler überhaupt nicht erreicht. So, das kann ich da hast du recht für. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die profitieren doch enorm gerade davon, dass sie da nicht in der Regierung sitzen, dass das alles nicht auf sie abfärbt, dieser ganze Streit, dass sie sich als große Alternative präsentieren können. Und das glaube ich nicht, dass sie sich damit ins Ende. Also mit anderen Worten, Jamaika 2.0 wahrscheinlich. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, die SPD würde das im Zweifel mitmachen, aus lauter Angst vor den Wahlen und aus lauter Hoffnung, dass es wieder besser kommen wird. Aber wie gesagt, das sind natürlich alles Spekulationen. Zunächst mal ist die große Frage, wer wird neuer Vorsitzender oder neue Vorsitzende der Union? In wenigen Wochen wissen wir mehr. Parteitag ist irgendwie Mitte Dezember. Eben. Aber ich dachte jetzt auch bei der Vorbereitung und diese ganzen Tage, also lass mal so, wo man das so rumliest, Big Picture. Wir sind ja hier manchmal auch fürs Big Picture zuständig. Was, genau. In was bedeutet das? Was für eine Situation sind wir eigentlich? Also da gibt es ein paar Punkte, die mir irgendwie wichtig sind. Das eine ist,
Die nächsten Monate sind, glaube ich, für Sachpolitik so einigermaßen passiert. Da wird nicht viel passieren. Das wird. Du meinst, Merkel muss sich erstmal zusammenraufen. Merkel muss sich zusammenraufen. Es wird um Personalien gehen, rauf und runter. Ich glaube, diese ganzen Jahre seit der Bundestagswahl 16, 17, 18, das sind einfach 17, 18, das sind inhaltlich eigentlich für die Sachpolitik verschenkte Jahre. Was schlimm genug ist. Es gibt so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Und ich habe so das Gefühl, das ist insgesamt gerade so eine Phase, wie am Ende der Ära Kohl. Ja, bleierne Jahre. Merkel macht es für sich selber ein bisschen besser als Kohl. Sie scheint das besser geplant zu haben und einen würdevolleren Abgang hinzukriegen. Aber ja, und das wollte ich an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Das hat mich nämlich total beeindruckt in den letzten Tagen, wie souverän Angela Merkel reagiert hat auf dieses Hessen-Ergebnis. Natürlich von langer Hand geplant, du hast es eben schon gesagt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite das planlose Reagieren von Andrea Nahles. Zum einen erstmal auf das Wahlergebnis in Hessen, aber dann auch ein völlig planloses Reagieren auf diesen Schritt von Angela Merkel, der für Andrea Nahles offensichtlich völlig überraschend kam. Ja, die wusste überhaupt nicht, was sie dazu sagen soll, hat im Wesentlichen in die Mikrofone gestammelt. Ich bin da einfach, das muss ich so offen sagen, ich bin da einfach jede Woche aufs Neue irritiert, wie wenig da geliefert wird. So, und dann ist es aber auch so, inhaltlich, finde ich, sind es wirklich bleierne Jahre. Es geht nichts mehr voran. Die Regierung ist nur noch mit sich selber beschäftigt. Niemand ist mehr zu irgendwelchen, sagen wir mal, planvollen Handlungen in der Lage. Es wird nur noch, wenn überhaupt, an irgendwelchen Kleinigkeiten rumgebastelt. Ja, und darf Hans-Georg Maaßen, Chef des Verfassungsschutzes, bleiben? Ja, machen wir jetzt Wochenlang. So. Ja. Und es ist insgesamt so, dass das Delta zwischen dem, was für eine Stimmung so, sagen wir mal, in der Bevölkerung ist und zu dem, was in Berlin passiert ist, das Delta, diese Kluft ist einfach so groß, Umfragen belegen, die Leute wollen, dass was passiert, die wollen mehr Gerechtigkeit, sie wollen mehr Klimaschutz, sie verlangen nach einem Plan, nach einer Vision, die lechzen danach zu merken, auch, weißt du, nach der Finanzkrise, wo du das Gefühl hattest, die Politik ist quasi in Geiselhaft dieser Banken und 60 Milliarden Euro hat die Bankenkrise allein die deutschen Steuerzahler gekostet und ja, es ist besser reguliert worden, aber so richtig im Griff ist das alles noch nicht. Dann hast du die Autoindustrie, die der Politik auf der Nase rumtanzt. Du hast wie diese industrienahe Politik auch bei dem Klimawandel. Es passiert einfach nichts. Beim Breitbandausbau, die Handynetze sind. Und dieses wirklich. Fahren genau. Auf Sicht von Merkel. So, mal ein Schritt, dann mal gucken. Nächster Schritt, dann mal gucken. Oh, Ausstieg aus der Atomkraft. Okay, gebongt. Nächster Schritt. Weißt du, diese großen Schritte kommen auch nur so zufällig, weil irgendwie das gerade so da ist. Ja, Schwulenehe, Adoption etc. Jedes so. Mal wird sie im Grunde ja gedrängt. Gedrängt, ne? Überrascht, ja. So kleine Schritte. Aber es gibt überhaupt keine Vision, überhaupt keinen Entwurf für so eine, weißt du, so quasi letztlich klimaneutrale, digitalisierte Gesellschaft der Zukunft. Das gibt auch vielleicht ein Stückchen gerechter, kann ja auch nicht schaden. Gerechter. Und da muss man natürlich einfach sagen, das löst einfach einen enormen Frust aus, der so ein bisschen unter dem Schlagwort GroKo-Frust dann zusammenzufassen ist. Natürlich ist das im Detail komplexer, du hast es ja schon sehr schön geschildert, Philipp, denke ich mal, aber das trifft halt einfach sowohl die SPD als auch die Union und das erklärt auch so schön, wieso beide Parteien jetzt so kolossal abstürzen, weil einfach keiner mehr Lust hat auf diese GroKo, weil keiner mehr Lust hat auf dieses Rumregieren und wer ist denn der lachende Dritte? Ganz offensichtlich. Die Grünen. Die Grünen und die AfD, je nachdem, welches Klientel du nimmst, also für die, sagen wir mal, Liberaleren, die halt Globalisierung und eine offene Gesellschaft für prinzipiell was Gutes halten und davon profitieren, die projizieren all ihre Hoffnung auf eine schöne neue Welt auf die Grünen, ja, ob das jetzt im Programm steht oder nicht, aber es ist einfach niemand anderes da, um Träger dieser Hoffnung zu sein. Deswegen für die Nicht-Nazis, sage ich für die mal Nicht-Nazis, ganz platt. So. Ja. Und für all jene, für die halt eine doch recht unregulierte Globalisierung eher angsteinflößend ist und die sich so als Verlierer oder zumindest zukünftige Verlierer von sowas sehen, die wenden sich dann eher weg von den Volksparteien hin zur AfD. Und deswegen ist haben wir das Bild, was wir gerade sehen. Und ich glaube, dass wenn so jemand wie Merz CDU-Vorsitzender, der Bundeskanzlerkandidat wird und die Grünen weiter so gehen, können die sich an Merz reiben, die können sich da profilieren und am Ende vielleicht ein paar Wirtschaftskompromisse machen, aber mit dem Klimaschutz dann ganz schön wuppen und ich halte Schwarz-Grün da durchaus für möglich.
Also zumal, Merz auch, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, dann mehr Frauen, mehr junge Leute. Er hat sich explizit für mehr Frauen in der Politik und in der CDU ausgesprochen, explizit für mehr junge Leute. Also ich glaube, die Schnittmenge mit den Grünen, die ist schon recht groß. Und das ist so das Bigger Picture, was wir, glaube ich, gerade sehen. Und ich freue mich, ja, ist leider noch ein bisschen hin bis zu den Wahlen, bis zu den nominellen Wahlen. Vielleicht haben wir sie ja eher. Aber ist auch eine schöne Sache, weißt du, an Demokratie zu sehen. Es gibt viele Gesellschaftsformen, in denen würden wir jetzt jahrzehntelang so dahin stagnieren, ja, bis dann irgendwie unser autokratischer Führer irgendwann mal stirbt. Aber wir haben hier die Wahl, ja. Es ist, auf einmal hat die CDU die Wahl zwischen drei sehr unterschiedlichen Parteivorsitzenden. Mhm. Also da ist ordentlich, das wird interessant. Ja. Also traurig natürlich das Bild, das die SPD abgibt. Na klar, die spielt da keine Rolle, die wird sich auflösen, glaube ich. Wenn das so weitergeht, ja, dann, also mal ganz verschwindet die einfach. Die derzeitige Spitze führt die SPD wirklich unter die 5%-Linie, das ist völlig klar. Da gibt es dann natürlich immer, es gibt halt einfach bundesweit natürlich sehr, sehr viele Parteistrukturen, ne? Das dauert natürlich ein bisschen, bis das alles abgewickelt ist und zusammenbricht, aber also ich sehe da momentan auch total schwarz und das Problem ist, dass es ja auch einfach nicht so richtig eine Führungsreserve gibt. Na, also vielleicht so auf, also ich bin ja in der SPD, ich lerne da so auf lokaler Ebene und auf Kreisverbandsebene schon teilweise sich recht interessante Leute kennen, aber irgendwie so den Marsch durch die Institutionen treten die halt nicht an. Nee, die müssen, da, die müssen kommen dann eben die Nahles hoch. Genau, die müssen eigentlich so eine FDP machen. Ne? Die FDP war wo? 2-3% rausgeflogen, Neustart. Kurz vor der Auflösung so ungefähr. Dann haben sie einen relativ passenden für sich Spitzenkandidaten gefunden, eine gute Werbeagentur, die hat ihre Position zugespitzt, ein schönes Layout gegeben und dann hat so eine Partei auch wieder eine Chance. Aber die FDP hat sich neu erfunden. Ja. So, und das muss die FDP auch machen. Entweder sie schafft es, bevor sie aus dem Bundestag fliegt, was ich nicht glaube, oder sie fliegt raus und kann es dann nochmal versuchen. Also das natürlich, bis dahin sind es natürlich schon nochmal 15%, aber die kann man ja auch schnell verspielen. Und ja, also die FDP hat es ja im Grunde, natürlich gibt es Parteistrukturen, aber der Neustart war ja weitgehend eine One-Man-Show, muss man sagen, mit ein bisschen Unterstützung. Jetzt kommen wir nochmal zu Friedrich Merz, weil der eine ganz bestimmte, sagen wir mal, Eigenart seines Geschäftsgebarens zu verteidigen hat. Die Zeit hat getitelt im Auftrag des Geldes. Warum? Ja, das muss man sagen. Wir haben Friedrich Merz ja eben dargestellt als einen Mann der Zukunft, aber man muss schon so ein bisschen schauen, was er denn zur Zeit macht. Und nicht alles davon ist so richtig publikumswirksam, denke ich mal. Wir haben eben schon kurz erwähnt, er ist zurzeit Chef des Aufsichtsrats von BlackRock. Das ist die weltweit größte Investmentgesellschaft. Und da muss man leider sagen, die investieren in so ziemlich alles. Hauptsache die Rendite stimmt. Er ist außerdem Chef des Aufsichtsrats der Düsseldorfer Privatbank HSBC Trinkhaus und die ist laut dem Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zum sogenannten Cum-Ex-Skandal in Steuergeschäfte verwickelt gewesen, wie viele andere Banken übrigens auch. Das ist jetzt nicht die eine Bank, die da irgendwie das schwarze Schaf ist, sondern viele Banken haben da mitgemacht. Aber da ist HSBC Trinkhaus eben auch drin verwickelt in diese Steuertricksereien, die unter dem Schlagwort Cum-Ex bekannt geworden sind. Und das gilt genauso für die Anwaltskanzlei Meyer Brown, bei der Friedrich Merz zurzeit tätig ist. Also das heißt also, er hat im Kontext dieser beruflichen Tätigkeiten und dieser ganzen Ämter bei den Aufsichtsräten schon eine ganze Reihe von Geschäften begleitet, mal ganz vorsichtig gesagt. Wir wissen ja nicht, was er da im Einzelnen gemacht hat, die jetzt alles andere als sympathisch sind. Man könnte so weit gehen zu sagen, dass Cum-Ex-Geschäfte im Grunde so ein Beispiel sind für die richtig hässliche Seite des globalen Kapitalismus. Was hat es denn damit eigentlich auf sich, Philipp? Ja, also Cum-Ex, das kamen ja auch viele Hinweise von Hörerinnen, dass wir uns diesem Thema mal widmen sollten. Also Cum-Ex ist so, die Überschrift ist immer der wohl größte Steuerraub aller Zeiten. Ja, aber ich als Jurist muss ich da natürlich direkt einhaken. Also Raub ist ja nun mal Betrug. Gewalt. Ne? Raub setzt im Prinzip Gewalt voraus, jetzt mal ganz platt gesagt. Oder jedenfalls mal drohe mit Gewalt. Das ist natürlich mal Quatsch. Ja, da hat irgendein ein Journalist wieder nach einem besonders knackigen Wort gesucht. Aber es ist, wenn man so will, eigentlich eher wahrscheinlich die größte Steuerhinterziehung oder der größte Steuerbetrug untechnisch formuliert aller Zeiten. So, ne? Das ist, geht schon seit Jahren so. Jetzt kommt es gerade wieder ein bisschen hoch, weil halt neue Zahlen aufgepoppt sind, aber bevor wir auf die eingehen, sollten wir ganz kurz mal erklären, wie denn eigentlich Cum-Ex funktioniert, was das bedeutet. Genau, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zusammenzuschnurren und gehen nicht zu sehr in die Details. Da gibt es, wenn man sich dafür interessiert, kann man sich zum Beispiel ein Erklärvideo von der Zeit angucken, das packen wir in unsere Shownotes. Aber ganz knapp zusammengefasst und die Finanzexperten werden vermutlich jetzt bewusstlos vom Stuhl kippen. Oder in die Tischkante beißen. Und dann verzeiht es uns, ich glaube, die groben Linien sind in diesem Fall das Entscheidende und die
hoffen wir, richtig zusammengeschrieben zu haben. Also es geht bei diesen Cum-Ex-Geschäften um Aktienkäufe und Verkäufe und zwar rund um den sogenannten Dividendenstichtag oder auch Ex-Tag genannt. Das heißt der Tag, an dem Aktiengesellschaften an ihre Aktionäre eine Dividende ausschütten. Was ist eine Dividende? Das ist quasi eine Gewinnausschüttung pro Aktie. Das legt normalerweise die Hauptversammlung fest, 80 Cent pro Aktie. Es gibt auch Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind, aber solche Details lassen wir mal außen vor. Cum-Ex-Geschäfte macht man aber mit Aktien, die dividendenberechtigt sind und sie bestehen, wenn man so will, aus einem wilden Jonglieren mit Aktienkäufen und Aktienverkäufen, wie gesagt, rund um diesen Dividendentermin. Denn bei geschicktem Timing konnte man das so eintüten, so bewusst herbeiführen, dass nur einmal abgeführte Kapitalertragssteuer doppelt bescheinigt wurde. Man bekam also, zwei Leute bekamen eine Steuerbescheinigung für eine Steuer, die in Wirklichkeit nur einmal gezahlt wurde. Hintergrund war, gab eine ganze Reihe von Schlupflöchern da in den Steuergesetzen. Es war also löchrig geregelt, wer diese Steuerbescheinigung überhaupt ausstellen durfte. Und eigentlich sollen diese Doppelbescheinigungen, wenn man nur einmal zahlt, dadurch verhindert werden, dass die Banken die Steuer auch tatsächlich einziehen, die diese Steuer bescheinigen. Das kann man aber dadurch verhindern, dass man eine ausländische Bank einschaltet, die gerade keine Kapitalertragssteuer einbehält. Also wie gesagt, die genauen Tricksereien, die ersparen wir euch jetzt. Hintergrund ist, man braucht auf jeden Fall immer eine ganze Verschwörung. Also man braucht verschiedene Akteure, die gemeinsam mitspielen bei diesem Cum-Ex-Deal. Und der einzige Sinn der Aktion ist, und deswegen sprechen wir ja auch von Betrügereien, dass man sich Steuern doppelt erstatten lässt, ja, aufgrund dieser doppelten Bescheinigung von angeblich gezahlter Kapitalertragssteuer, während diese Kapitalertragssteuer in Wirklichkeit nur einmal gezahlt wird. Genau, also du zahlst einmal die Steuer, du kriegst zwei. Auf also nicht du, Art. Sondern zwei Leute kriegen jeder eine. Du musst halt so eine Gruppe haben, du musst eine Bank haben, du musst irgendwelche Bank haben, du musst einen Aktienhändler haben, du musst dich also zusammentun, um zu sagen, pass mal auf, du kaufst dann, ich verkauf dir das dann und so weiter. Und irgendwo in diesem Prozess hat man dann einmal diese 25% Kapitalertragssteuer gezahlt, aber man hat am Ende, hat diese Gruppe zwei Steuerbescheinigungen in der Hand. Mit und lässt sich das doppelt. Genau, man kann sich das dann halt zurückerstatten lassen, wenn das mit anderen Steuern verrechnet wird, kann hingehen, hier, ich habe einmal die Steuer gezahlt unter bestimmten Bedingungen, deswegen möchte ich die gern zurückhaben. Einmal ist okay, aber du hast halt zwei Bescheinigungen, als hättest du zweimal diese Kapitalertragssteuer gezahlt und sagst, ja, ich habe die zweimal gezahlt, ich hätte gern zweimal zurück, obwohl du sie nur einmal gezahlt hast. Und diesen Gewinn der zweiten Steuerrückerstattung, den haben sich die Beteiligten letztlich untereinander aufgeteilt. Genau, und das klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, ne, weil es ja normalerweise nur um ein paar Cent pro Aktie geht, aber wenn man das mit entsprechend hohen Summen macht, dann geht es auch letztlich um Milliardenbeträge. Da muss der Fairness halber aber dazu sagen, ob jeweils der Tatbestand der Steuerhinterziehung erfüllt wurde oder ob es sich um eine legale Steuergestaltung gehandelt hat, das wird von den Beteiligten immer wieder als umstritten dargestellt, ja, muss man offen sagen. Die Bundesregierung steht heute auf dem Standpunkt, dass diese Geschäfte illegal sind, wusste aber viele Jahre davon und hat sie nicht verhindert. Es laufen jedenfalls zahlreiche staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren, deswegen es hat auch Durchsuchungen gegeben, zum Beispiel bei Banken. Und wir haben es eben schon kurz angeschnitten, in der vergangenen Legislaturperiode haben Grüne und Linke einen Untersuchungsausschuss erzwungen, den sogenannten Cum-Ex-Untersuchungsausschuss, der auch einen Abschlussbericht vorgelegt hat und da auch von vielen Milliarden Verkürzungen spricht. Man muss auf der anderen Seite sagen, der Bundesfinanzhof hat diese Gestaltung viele Jahre gebilligt. Ja, es gibt im Steuerrecht ja auch so eine Vorschrift des Gestaltungsmissbrauchs. Ja, also ich sage jetzt mal untechnisch formuliert, bestimmte Tricksereien, die man, wenn man irgendwas so gestaltet, ausschließlich mit dem Zweck Steuern zu sparen, dann kann diesen Gestaltung die steuerliche Anerkennung unter bestimmten Voraussetzungen verweigert werden. Das hat der Bundesfinanzhof ausdrücklich nicht gemacht. Ja, also viele Jahre ging die Rechtsprechung in die Richtung, dass diese Gestaltungen in Ordnung sind. Es ist also, war also nicht völlig klar, dass sie illegal sind und es gab auch eine ganze Reihe von Gutachten natürlich von Anwaltskanzleien, die das alles für legal gehalten haben. Aber da muss man halt einfach sagen, der Gesetzgeber wusste das wahrscheinlich seit 2002, dass solche Geschäfte gemacht werden, ja, und dass die jedenfalls illegitim sind, mögen sie auch nicht illegal gewesen sein. Das lag, denke ich mal, auf der Hand. Muss man sagen, das hätte man verhindern müssen. Aus meiner Sicht, also klar, Banken haben da und andere Unternehmen haben da getrickst. Das ist sicher nicht schön, aber auf der anderen Seite, das ist halt letztlich Kapitalismus. Ne? Die nutzen halt jeden Spielraum aus, wenn sie damit Geld verdienen können. Ich sehe da die Schuld vor allem beim Gesetz. Ja, zumal es dann ja 2011/12 geändert wurde und es wohl relativ einfach gewesen ist, dass du einfach festlegen musstest, wer welches Institut, welche Bank in dieser ganzen Kette darf denn nun eigentlich so eine Steuerbescheinigung stellen? Das kann ja so schwer eigentlich nicht sein. So, und das
wurde dann geändert und mittlerweile ist, glaube ich, auch klar, dass diese, konkret diese Art von Geschäft so in Deutschland zumindest nicht mehr geht. Warum reden wir darüber? Also es hat jetzt, wie gesagt, dieses ganze Zum Praxis, einen, weil Friedrich Merz weil wir Friedrich Merz Finger im Spiel hat. Das Ding ist alt, wie gesagt, das ist 2002 Anfang, das ist jetzt 16, 17, 18 Jahre mindestens schon bekannt. Aber es ging natürlich weiter viele Jahre. Es ging damals nur passiert. Genau, es ist damals nicht passiert. Viele sagen, es geht sogar heute noch weiter, dazu sagen wir gleich noch was. Aber es haben jetzt halt 38 Journalisten, internationaler deutscher auch Medien, quasi nochmal nachgeguckt und nachgerechnet. Wie hoch ist denn nun eigentlich der Schaden genau, der seitdem das bekannt ist, entstanden ist dem Steuerzahler, weil es ja eigentlich eine doppelte Steuerrückzahlung ist. Wir machen hier Aktiengeschäfte und das Ganze macht nur Plus und Gewinn, weil wir die Steuerkasse ausplündern. Genau, und da gab es jetzt einfach, das ist mich einfach wieder, finde ich, sehr schön. Sowas macht mir persönlich immer Mut. Da gab es jetzt eine große internationale Kooperation von 38 Journalistinnen und Journalisten von 19 verschiedenen Medien in 12 Ländern und die haben sich alle zusammengetan, wie damals schon bei den Panama Papers zum Beispiel, und haben diese geleakten Unterlagen durchgearbeitet. Vorarbeiten kamen da von der Zeit zum Beispiel, von Zeit Online und von ARD Panorama. Die haben da ein Jahr lang rumgebastelt und das Ergebnis dieser riesengroßen Recherche war, dass die Schäden, die durch Cum-Ex und verwandte Praktiken angerichtet worden sind, mindestens 55,2 Milliarden Euro betragen. In Europa, ne? In Europa, also ja, Deutschland, nicht nur Deutschland und 11 andere Länder. Ja. Europa auch deshalb, weil, ja, wie gesagt, es ist nicht nur Deutschland gewesen, sondern Deutschland wusste relativ früh, 2002 davon, hat aber erst 2015 oder so andere Länder davor gewarnt und so lange konnte halt dann noch Unwesen getrieben werden. Wer macht Cum-Ex? Ich habe es gesagt, Banker, Berater, immer so eine ganze Gruppe. Und Christoph Spengel, eigentlich ist relativ bekannter Forscher in Sachen Steuerfragen von der Uni Mannheim, Lehrstuhl für Steuerlehre hat er dort inne, der formuliert nochmal, was das Perfide an diesen Cum-Ex-Geschäften ist. Das Perfide an diesen Geschäften ist es, dass durch die mehrfache Bescheinigung der Kapitalertragssteuer der Staat den Gewinn aus diesen Transaktionen vollständig finanziert hat, nicht etwa dadurch, dass er keine Steuern eingenommen hat, sondern dadurch, dass Steuern aus dem Haushalt mehrfach bezahlt worden sind. Das heißt, die Transaktionen wurden finanziert von den Bürgern der Bundesrepublik Deutschland. Transaktion heißt ja in diesem Fall quasi die Gewinne. Olaf Scholz, Finanzminister der SPD, der wurde jetzt kürzlich gefragt, auch im Rahmen dieser Recherche, geht das eigentlich noch weiter? Also allgemein ist gesagt, okay, 2012 gab es eine Änderung, eine Gesetzesänderung. Seitdem geht das so zumindest nicht mehr. Olaf Scholz sagt, also seines Wissens nach seien diese Cum-Ex-Geschäfte jetzt nicht mehr möglich. Herr Spengel von der Uni Mannheim gibt ihm erstmal recht. Wenn Finanzminister Scholz heute sagt, dass seines Wissens Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland nicht mehr möglich sind, so hat er recht. Denn seit dem Jahr 2012 ist es so, dass die Kapitalertragssteuer von Dividenden nicht mehr von der ausschüttenden Kapitalgesellschaft einbehalten wird, sondern von der Depotbank des Aktieninhabers. Und nur die Depotbank, die Kapitalertragssteuer an das Finanzamt abführt, darf auch eine Steuerbescheinigung erstellen. Insoweit ist es nicht mehr möglich, dass mehrere Banken Steuerbescheinigungen in Deutschland erstellen. Da gibt es aber Widerspruch. Also auch die Recherchen von diesen Journalisten in der Zeit und anderen Medien haben ergeben, so versteckte Recherchen, auch wo sie sich getroffen haben mit Leuten aus diesem Geschäft und versucht haben, solche Deals nämlich zu schließen. So nach dem Motto, das geht jetzt nicht mehr, aber Jungs, come on, geht da nicht noch da was, muss da was anderes? Gehen. Und da kam halt bei diesen versteckten Recherchen aus, gibt wohl doch noch ähnliche Geschäfte, die weitergehen. Und das sagt auch Gerhard Schick. Er ist für die Grünen im Bundestag im Finanzausschuss des Bundestags. Untersuchungsausschuss hat den auch mit angeleiert und Gerhard Schick sagt, ja, also so ganz vorbei ist das mit diesen Cum-Ex-ähnlichen Geschäften zumindest wohl noch nicht. Wir haben Hinweise von Marktakteuren, dass ähnliche Geschäfte wieder laufen. Das hat ja auch die Recherche von Korrektiv gezeigt, dass da durchaus aktuell auch wieder ähnliche Geschäfte laufen, wo die Rendite allein daher kommt, dass Steuer abgezweigt wird.
Und er sagt jetzt, also es ist halt einfach zu wenig passiert seit diesem Untersuchungsausschuss, seit das alles aufgeflogen ist. Ja, das Gesetz wurde geändert, aber insgesamt sagt er, kann die Regierung nicht nur da sitzen und sagen, ja, unserer Meinung nach passiert da nichts, sondern er sagt, die Regierung, speziell das Finanzministerium und die nachgeordneten Behörden müssten viel, viel aktiver danach suchen, gibt es Muster von Cum-Ex-ähnlichen Geschäften, die jetzt noch weitergehen? Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin bekommt alle Börsentransaktionen und dann kann man sehen, ob immer genau zu dem Zeitpunkt, wo solche Geschäfte gemacht werden können, nämlich um den Zeitpunkt, wenn die Dividende ausgezahlt wird von Unternehmen, ob da besonders viel Aktivität ist oder nicht. Wenn da viel Aktivität ist, kann man davon ausgehen, dass solche Geschäfte nach wie vor stattfinden. Und die Steuerbehörden könnten die Daten, die sie bekommen aus verschiedenen Steuererklärungen, daraufhin auswerten, ob es besonders viele Erstattungen gibt oder nicht. Wenn mehr erstattet wird, als man auszahlen dürfte, dann könnte man merken, da laufen wieder Geschäfte. Und dafür bräuchte es, sagt er, so eine EU-weite Finanzpolizei, die halt Steuern und Finanzen sozusagen zusammen kontrollieren kann. Er sagt auch, die Lobby müsste zurückgedrängt werden, weil eben viele dieser Regulierungen von der Bankenlobby zum Teil wortwörtlich formuliert worden waren. Deswegen fordert er so ein verpflichtendes Lobbyregister, wo sich also jeder, der Lobbyismus betreibt, eintragen muss, sagen muss, wie viel Geld gibt er für welche politischen Inhalte aus. Das ist auch eine uralte Forderung. Und das fand ich auch noch zusammen interessant in diesem Zusammenhang, wo er sagt, Schick fordert auch einen besseren Schutz von Whistleblowern, also von Informanten. Und er begründet das so. Die Bundesregierung hat die Geschäfte eigentlich nur stoppen können 2011, weil Whistleblower, also Hinweisgeber aus der Branche, die sich auskannten, Hinweise gegeben haben. Und das ist viel zu spät erfolgt. Es gab vorher schon Hinweise, auf die man nicht gehört hat. Vor allem aber ist es so, dass solche Hinweisgeber nach wie vor in Deutschland nicht ausreichend geschützt sind. Sie riskieren ja, wenn sie solche Informationen weitergeben, dass sie dann von ihren Arbeitgebern belangt werden. Und deswegen ist eine wichtige Konsequenz auch aus diesem Cum-Ex-Skandal, wir müssen solche Hinweisgeber besser schützen, damit der Staat aus einer Branche, die sehr verschwiegen ist und wo nur wenige Spezialisten sich auskennen, eben wichtige Informationen nutzen kann, um für Bürgerinnen und Bürger das Nötige zu tun. Aber warum sind denn Whistleblower so schlecht geschützt? Ja, das Problem bei Whistleblowern ist, dass es einfach im Grunde überhaupt keinen richtigen Schutz für sie gibt. Zum Beispiel die Bedrohungen für die Whistleblower sind vielseitig. Zum einen drohen da strafrechtliche Risiken. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Unternehmen geht, dann gibt es einen Straftatbestand eben des Verrats von Geschäftsgeheimnissen. Wenn es Beamte sind in irgendwelchen Ministerien, die was leaken, dann kommen da auch Verstöße gegen beamtenrechtliche Vorschriften in Betracht und aber auch ein Geheimnisverrat nach dem Strafgesetzbuch. Also Verrat von Dienstgeheimnissen. Mit anderen Worten, da gibt es eine ganze Reihe von Strafdrohungen und gerade vor kurzem ist ja noch eine neue Strafdrohung dazugekommen, die es eben dann nicht nur den Whistleblowern schwer macht, Dinge überhaupt nach außen zu geben, sondern die es auch noch Journalistinnen und Journalisten schwer macht, mit Daten von Whistleblowern zu arbeiten, nämlich der Straftatbestand der Datenhehlerei. Darüber haben wir in der Lage schon verschiedentlich gesprochen. Das ist, muss man leider sagen, ein Gesetz, das sich fatal auswirkt für die Arbeit mit Daten von Whistleblowern. Das ist auch der Grund, weswegen die Gesellschaft für Freiheitsrechte, deren Vorsitzender ich ja bin, ehrenamtlich da gemeinsam mit Reporter ohne Grenzen vor anderthalb Jahren eine Verfassungsbeschwerde erhoben hat zum Bundesverfassungsgericht gegen diesen Straftatbestand der Datenhehlerei, ist leider noch keine Entscheidung ergangen. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat zwar die Bundesregierung um Stellungnahme gebeten zu dem Gesetz, die Frist läuft aber noch und da gibt es bislang noch kein Ergebnis. Wir hoffen sehr, dass die Datenhehlerei eingedampft wird, einfach damit sich da niemand strafbar macht, der mit geleakten Daten arbeitet. Aber es gibt auch, sagen wir mal, ermutigende Meldungen aus der deutschen Gesetzgebungskunst. Ja, in der Tat. Wir haben darüber auch schon mehrfach gesprochen. Das Schlagwort heißt Musterfeststellungsklage. Es gibt ja in Deutschland keine klassischen Sammelklagen, aber die deutsche Gesetzgebung, Philipp, du hast es zu Recht gesagt, hat jetzt einen kleinen Schritt immerhin in die richtige Richtung gemacht, denke ich, und möchte es Verbraucherinnen und Verbrauchern insbesondere erleichtern, ihre Ansprüche durchzusetzen. Denn es gibt ja sehr häufig Haftungssituationen, wo es zwar viele, viele tausend Geschädigte gibt, aber diese vielen, vielen tausend Geschädigten haben jeweils alle nur einen relativ kleinen Schaden erlitten, vielleicht nur ein Dutzend, vielleicht nur 50 Euro oder 100 Euro, also oder auch meinetwegen mal 300, aber jedenfalls Summen, wo man normalerweise nicht anfangen würde zu klagen, schon mal gar nicht gegen ein großes Unternehmen. Insbesondere auch deswegen, weil jeder Verbraucher, jede Verbraucherin diese Prozesse komplett jeweils neu führen müsste. Selbst wenn 100 gewonnen haben, muss der 101. wieder hingehen und sagen, ich habe im Prinzip derselbe Sachverhalt, aber es geht alles wieder von vorne. Ganz genau, es geht immer alles von vorne los und das große Problem ist, dass dabei
dabei ja auch alle Risiken wieder von vorne auftreten. Ne? Wird man die Dinge beweisen können, auf die man seinen Schadenersatzanspruch stützt, die sogenannten Tatsachen, ja, diese Fakten, wird man sie beweisen können? Hat man die nötigen Beweismittel? Ist da möglicherweise jemand verstorben? Zwischenzeitlich hat man die richtigen Dokumente und so. Und weil das alles so schwierig ist, gerade bei kleineren Ansprüchen, soll die Musterfeststellungsklage deren Durchsetzung jetzt erleichtern, denn sie ermöglicht es quasi für alle Verbraucherinnen und Verbraucher, die in sich in einer ähnlichen Situation befinden, bestimmte Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs kollektiv zu klären, also für alle auf einmal zu klären. Das ist ein relativ komplexes Verfahren. Es darf da nämlich nicht jeder so eine Musterfeststellungsklage einreichen, sondern nur bestimmte klagende Verbände. Die müssen seit 4 Jahren in eine bestimmte Liste eingetragen sein, diese Verbände. Sie müssen mindestens 10 Unterverbände haben oder 350 Mitglieder. Ja, das ist also relativ schwer, quasi die Berechtigung zu haben für so eine Musterfeststellungsklage. Umwelthilfe fällt da zum Beispiel nicht drunter. Genau, weil die sich sehr verdient gemacht haben um die Aufdeckung des Dieselskandals. Genau, die sind halt bewusst ausgegrenzt. Genau. Das haben wir schon mal irgendwann besprochen. Muss man ganz klar sagen. Also wirkt auf mich jedenfalls. Ja, ist so gestrickt, dass die da nicht drunter fallen und keine Musterfeststellungsklage anstrengen dürfen. Jetzt gilt aber, das haben wir noch nicht gesagt, diese Musterfeststellungsklage, die gilt ab heute, also ab 1. November ist die in Kraft. Jetzt ist der Stichtag, deswegen sprechen wir es nochmal an, die ist in Kraft getreten. Und ganz wichtig dabei ist auch, das ist eben keine Sammelklage, wie man die aus den USA kennt, wo dann gleich automatisch alle einen bestimmten Betrag zugesprochen bekommen, sondern es geht nur um die Feststellung bestimmter Umstände, bestimmter Tatsachen, die in allen Fällen gleich sind und die dann eben zur Grundlage gemacht werden können für einen Schadenersatzanspruch. Mit anderen Worten, idealerweise hat man als Verbraucher dann hinterher die Feststellung, ich bilde jetzt mal ein Beispiel, dieser Diesel war Dieselskandal, dieser bestimmte Diesel, dieses Modell verstößt gegen bestimmte Regelungen und ist deswegen mangelhaft. Genau, und das Unternehmen wusste davon und so. Also so. Genau, diese Tatsachen, die man halt so braucht für einen Schadenersatzanspruch. Ne? Und idealerweise würden die jetzt in einer Musterfeststellungsklage für alle Betroffenen auf einmal festgestellt, dann müssten die aber jeweils selber noch Schadenersatzklagen erheben. Also wir machen das ganz praktisch. Also der ADAC und der Verbraucherzentrale Bundesverband, die haben ja jetzt quasi in der Nacht, glaube ich, vom 31. auf den 1. haben die ja eine Musterfeststellungsklage zusammen, ADAC und VZBV, an das Oberlandesgericht in Braunschweig gefaxt. Ja, ganz wichtig, gefaxt. Also 240 Seiten. Schriftform erforderlich, 240 Seiten. Und es war dann wohl nach diversen Unterbrechungen um 2 Uhr morgens dann tatsächlich durch. Nach 40 Minuten das Dokument dann in Braunschweig durchgefaxt. Und genau, also das Gericht soll eben das feststellen, was du eben auch genannt hast. Ja, also es sozusagen feststellen, dass VW betrogen hat. Und wenn das Gericht, diese Klage überhaupt nur für zulässig erhält, dann können sich weitere Betroffene kostenlos beim Bundesamt für Justiz in ein Klageregister online, glaube ich, eintragen. Mhm. Also sozusagen da mitmachen, denn das ist insofern nicht ganz unwichtig, weil für viele Tatbestände wohl auch die Verjährung schon Ende dieses Jahres droht. Also wenn das Gericht diese Klage für zulässig hält, dann sollte man sich da als Dieselgeschädigter wohl relativ zackig eintragen. Und da müssen dann in 2 Monaten 50 Menschen zusammenkommen. Ich glaube, das ist dann nicht so das große Problem. Wenn die Verhandlung begonnen hat, geht das dann aber nicht mehr. Das Interessante ist halt, dass das Prozessrisiko der Verbraucherzentrale Bundesverband alleine trägt. Sollten aber die Verbraucherzentralen verlieren, sind alle, die sich der Klage angeschlossen haben, dann an diese Entscheidung gebunden. Also die können dann nicht sagen, okay, hier hat es nicht geklappt, ich versuche es nochmal auf anderem Wege Schadenersatz zu bekommen, das Ding ist dann durch. Und auf die Frage, also was soll denn das Ganze nun? Ja, warum ist denn diese Musterfeststellungsklage im Fall VW meinetwegen auch eine gute Sache und könnte jetzt den Geschädigten endgültig Hilfe bringen? Da hat die Bundesjustizministerin Barley im Deutschlandfunk Folgendes zugesagt. Was man jetzt bekommt, ist sozusagen eine Art Vorprüfung. Also als Betroffener weiß ich dann, werde ich mit meinem Begehren Erfolg haben? Und dann mit diesem Musterfeststellungsurteil in der Hand kann ich mich an den Konzern wenden, kann sagen, hier, ich habe dieses Urteil, ich bin betroffen, das ist die Kopie meines Kaufvertrages und kann dann sagen, ich möchte von dir x Euro haben oder man kann sagen, mach mir ein Angebot, wie viel du mir zahlst. Natürlich hat ein Konzern bei 25.000 Betroffenen
überhaupt kein Interesse daran, dass die alle nachher noch mal eine eigene Klage führen. Die werden nicht 25.000 Einzelklagen nachher führen. Das kostet die Zeit und Geld und Image-Schaden. Es besteht eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass die dann versuchen werden, für den Fall, dass es positiv ausgeht natürlich, sich dann mit den einzelnen Betroffenen zu einigen. Denn eigentlich könnten die ganzen Geschädigten ja hingehen und sagen, okay, im Prinzip ist der Betrug festgestellt. Ich gehe jetzt zum nächsten Gericht und sage, also im Prinzip ist der Betrug festgestellt, ich bin auch betroffen. Wie hoch jetzt der konkrete Schaden in meinem Fall ist, das musst du bitte erklären, liebes Gericht. Aber meine Chance, dann vor Gericht zu gewinnen mit so einer Musterfeststellungsklage im Rücken, die den Betrug an sich schon festgestellt hat, ist halt extrem hoch. Barley argumentiert jetzt aber, dazu wird es gar nicht kommen, weil VW eben ein hohes Interesse daran hat zu vergleichen, also im Urteil aus dem Weg zu gehen und sagen, okay, im Prinzip haben wir dich geschädigt, bitte hier, keine Ahnung, VZBV sieht da drei Szenarien, die Autobesitzer können ihr Auto zurückgeben und bekommen Kaufpreis erstattet, ja, oder zweitens, wenn sie das Auto wenn sie das Auto behalten wollen, sollen sie den Wertverlust kompensiert bekommen, den also dadurch entstanden ist, dass sie sich an keine Schadstoffgrenzwerte halten und vermutlich von Fahrverboten etc. betroffen sind, oder sollten sie das Auto bereits verkauft haben, sollten sie eine entsprechende Schädigung bekommen. Also, dass diese Vergleiche nicht aus der Luft gegriffen sind, das denke ich, kann man schon sehen, weil es wahnsinnig viele Klagen schon gibt und überall versucht VW ein Urteil zu verhindern und sobald sich da ein Urteil abzeichnet, gesagt VW, okay, hey, willst du nicht doch irgendwie ein neues Auto oder eine Entschädigung oder ja, und geht dann immer höher, bis es dann wirklich zu einer Einigung kommt, um eben so ein Urteil zu vermeiden und um eben auch zu vermeiden, dass sich viele Leute eben solchen Musterfeststellungsklagen anschließen. Also, dass es da zu Vergleichen kommt und dass der Druck auf Vergleiche höher wird oder zu Vergleichen, glaube ich, ist nachvollziehbar, oder? Das sehe ich genauso. Also ich finde die Argumentation von Katharina Barley ziemlich überzeugend. Man kann sich so ein bisschen die Frage stellen, wieso man dann nicht gleich eine richtige Sammelklage draus gemacht hat. Aber was wäre denn der Unterschied? Da würde dann festgestellt, nicht nur es hat Betrug stattgefunden, sondern alle werden auch noch mit Summe X entschädigt. Zum Beispiel. Das wäre der Unterschied, das oder? Das wäre dann jedenfalls eine Möglichkeit. Aber ich kann das schon verstehen. Es ist ja doch für das deutsche Recht relativ ungewöhnlich. Es gibt eine Sonderkonstellation im Wirtschaftsrecht, wo das schon geht heute, aber das ist ja fürs deutsche Recht im Prinzip sehr ungewöhnlich und ich denke, die Musterfeststellungsklage ist zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung und jetzt muss man einfach schauen, wie das in der Rechtspraxis funktioniert. Wie gesagt, diese Klagen sind ja jetzt auch nicht bei jedem Amtsgericht einzureichen, sondern da sind dann gleich im ersten Rechtszug die Oberlandesgerichte zuständig. Ne? Das heißt also, sage ich jetzt mal, Senate mit normalerweise ja einer ganzen Reihe von Richterinnen und Richtern, die eben schon viele Jahre Berufserfahrung haben. Das heißt, der Gesetzgeber hat das relativ weit hochgehängt und die Länder haben außerdem die Möglichkeit, quasi da eine Konzentration einzurichten, sodass landesweit ein Oberlandesgericht für alle diese Klagen zuständig ist. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind die konzentriert worden beim ORG in Hamm. Das heißt also, mit etwas Glück wird sich bei den Richterinnen und Richtern, die über sowas entscheiden, auch einfach eine gewisse Erfahrung anstellen. Kompetenzzentrum. Genau, Kompetenzzentrum, Musterfeststellungsklage. Also ich denke mal, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und jetzt, was das praktisch bringt, muss man einfach abwarten. Wir wollten noch einen kleinen Ausblick wagen auf die sogenannten Midterms. Genau. Die Zwischenwahlen, die nächsten Dienstag stattfinden. Bei der Gelegenheit vielleicht einfach nur mal so ganz kurz, wo kommt eigentlich der Begriff Midterms her? Na, das ist halt weil diese Wahlen in der Mitte der vierjährigen Amtszeit des jeweiligen Präsidenten stattfinden. Was wird gewählt? Ein Drittel der Senatoren, also der Kongress besteht aus zwei Kammern, aus dem Senat und aus dem Repräsentantenhaus. Es wird also bei diesen Midterms jetzt ein Drittel der Senatoren neu gewählt und das gesamte. Alle zwei Jahre wählen die ein Drittel neu. Ne? Und aber jetzt in diesem Fall auch das gesamte Repräsentantenhaus wird neu gewählt. Ein Teil der Gouverneure und auch Parlamente der meisten US-Bundesstaaten. Ja, Gouverneure sind, wenn man so will, die kleinen Präsidenten auf Staatenebene. Ne? So sieht's aus. Und das Interessante ist aber in diesem Fall Senat und vor allen Dingen Repräsentantenhaus, weil das eben die beiden Kammern sind des Kongress. Und wie ist die Lage zurzeit? Die Lage zurzeit, glaube ich, wie das so ist mit diesen Prognosen, aber es sieht wohl so danach aus, dass die Demokraten durchaus realistische Chancen haben, das Repräsentantenhaus zu übernehmen. Bislang haben nämlich in die Republikaner in beiden Häusern die Mehrheit. Ne? Deswegen ist das so relevant und die Demokraten haben eben eine Chance, das Repräsentantenhaus zu übernehmen. Das Repräsentantenhaus ist noch am ehesten so ein bisschen vergleichbar mit dem Bundestag, weil es eben tatsächlich so grob die Mehrheitsverhältnisse in der Bevölkerung widerspiegelt. Das ist im Senat nicht so. Im Senat hat jeder Bundesstaat zwei Stimmen. So, und der Senat wird aber aller Voraussicht nach in Händen der Republikaner bleiben, sodass, sagen wir mal, das Beben, sagen wir mal, so eine
eine mittlere Stärke hat, weil was können die Demokraten machen, wenn sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben? Sie können natürlich viel, viel mehr Druck auf Trump ausüben, sie können Verfahren einleiten, sie können Leute vorladen, sie können auch ein Impeachment, sagen wir mal, zumindest einleiten. Ja, was sie dann wahrscheinlich, müssen sie aber, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, eine qualifizierte Mehrheit das zusammen. Das könnte sein, aber es würde auf jeden Fall im Senat dann wahrscheinlich scheitern, wo, wenn die Republikaner dort die Mehrheit haben. Also Impeachment bedeutet so ein Amtsenthebungsverfahren für den Präsidenten, an dessen erfolgreichem Ende er dann gehen müsste. Aber sie könnten, wie gesagt, mehr Druck machen auf den Präsidenten. Das muss man mal abwarten. Wie stehen die Chancen, haben wir schon gesagt. Trump, sagen wir mal, versucht gerade ordentlich Wahlkampf zu machen. Das haben wir in der vergangenen Folge ja angedeutet, ne, indem er jetzt ja gerade Gruselszenarien an die Wand malt, dass irgendwie Migrantenströme aus dem Süden nach Norden strömen und so weiter. Als das war ganz interessant, weil als dieses Thema, also ich glaube, hast du das Gefühl, der wirft einfach an die Wand und guckt, was hängen bleibt. Als das mit diesen Migrantenströmen und der Armee an der Grenze irgendwie nicht so richtig funktioniert und verfangen hat, hat er halt angezettelt und gesagt, ja, Kinder illegaler Einwanderer, die dürften nicht mehr automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen, nur weil sie in den USA geboren wären. Mhm. Da sind sich alle, so ich das in der New York Times gelesen habe, eigentlich alle einig, dafür müsste man die Verfassung ändern. Ja, aber Philipp, wir sagen das jetzt so sportlich hier, das ist die Tatsache, das sogenannte Jus Soli, ja, das Recht nämlich, dass man, wenn man in den Vereinigten Staaten geboren wird, auch Amerikaner ist, das ist also quasi so Kernbestand amerikanischer Staatlichkeit. Das ist also ja das Jus Soli, diese Staatsangehörigkeit, die an den Geburtsort sich knüpft, das ist für ein Einwanderungsland also wirklich einfach ganz zentral, auch für die Identität. Ja, wenn du hier geboren bist, bist du eben Amerikaner. Und das ändern zu wollen, einfach nur aus politischem Kalkül, wenn man meint, damit irgendwelche Wahlen gewinnen zu können, das zeigt also im Grunde die ganze Gewissenlosigkeit von Donald Trump. Ne? Der macht eben, was immer ihm irgendwie pragmatisch erscheint, nur um Wahlen zu gewinnen. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das haben wir hier in der Lage auch schon dutzendfach erwähnt, aber mich schockiert das doch immer dann noch im Detail, zu was für Exzessen er sich hinreißen lässt. Ja, was gibt's noch? Nächsten Dienstag wissen wir mehr. Nächsten Dienstag, also jetzt, wir nehmen die Lage ja dieses Mal Donnerstagabends auf. Das heißt, in 5 Tagen wird gewählt in den Vereinigten Staaten. Da ist ja Dienstag der traditionelle Wahltag. Und das heißt, in der nächsten Lage, ja, die wahrscheinlich Mittwochabend aufgenommen werden wird für nächste Woche, da können wir das schon analysieren. Sehr schön. So sieht's aus. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt. Noch der Hinweis, es gibt noch Vereinzeltickets für unsere Lage in Mainz. Tickets.küchenspritz.eu. Ein paar gibt es. Das wird, also so viel, glaube ich, kann man sagen, es wird unsere größte Lage bisher, Lage live. Ja, das wird wirklich sehr groß. Das wird ein ganz schöner Auflauf. Aber wir freuen uns. Es wird jetzt schon großartig, es ist jetzt schon größer denn je. Und wir freuen uns jetzt schon sehr, sehr drauf. Es wird auch wirklich ein ganz schöner Saal werden und wir haben dieses Mal extra ein Team gebucht. Ja. Das wäre jetzt ein bisschen überzogen. Philipp, du hast es gar nicht mitgekriegt. Ich habe noch das andere Team im Kopf. Nein, wir haben ein ganzes Team gebucht und zwar, weil wir ja einfach für den großen Saal Ordner brauchen und Leute, die die Tickets kontrollieren. Wir haben ein ganzes Lehrstuhlteam, das ist ja auf dem Unigelände, wir haben das gesamte Hiwi-Team eines Lehrstuhls dort engagiert, dass sie uns an dem Abend helfen, damit alle schnell und sicher rein und rauskommen. So, genau. Also das wird sehr lustig. Das wird nice. Da kommt nochmal vorbei und Tickets, wir gehen dann hin. Tickets.küchenstutt.io. Genau. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist abschließend ausführlich erörtert für diese Woche. Genau, so ist das. Ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Falls ja, schenkt uns Sternchen bei iTunes oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir haben gesehen, es gibt sogar in anderen Podcast-Apps die Möglichkeiten, irgendwie Lage zu ranken. Wenn ihr sowas nutzt, schadet das auch nicht. Folgt uns bei Insta. Genau, bei Insta, und bei Twitter, Lage Nation sind wir bei Twitter, bei Instagram glaube ich auch, da sind wir der Lage der Nation. Das weiß ich nicht, genau, das findet ihr schon. Genau, und genau, das, genau, und in diesem Sinne würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Tschüss.